Tell him rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, fuck off! In Deutschland versucht man, Kinder möglichst lang von Schimpfwörtern fernzuhalten. In England bringt man sie ihnen bei. Das war die Tochter von Jamie Vardy bei der Aufstiegsparty von Leicester City. Und damit herzlich willkommen zur englischen Woche. In der Premier League spitzt sich der Meisterkampf zu. Und um zu sehen, wie eng das Ganze ist, werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle. Aus einem Dreikampf ist ja ein Zweikampf geworden zwischen Arsenal und City. Arsenal momentan vorn, aber City hat ja noch ein Nachholspiel, kann vorbeiziehen. Jetzt am Samstag spielt City 13:30 bei Fulham und am Sonntag dann das Topspiel Manchester United gegen den FC Arsenal. Also, der Titelkampf ist heiß und so sind es auch die Transfergerüchte für den kommenden Sommer. Und dafür haben wir natürlich hier unseren Experten. Und der heißt Christian Falk und ist jetzt bei uns in der Sendung. Christian, heute dreht sich einiges um die Bayern-Zukunft, was den Trainer angeht. Und wir fangen mal an mit der ersten These und die lautet, United spricht mit Flick. Das ist not true. Manchester United soll mit dem Management von Hansi Flick gesprochen haben. Das ist das Management von Pini Zahavi, den kennen wir auch schon ein bisschen aus der Bundesliga. Aber das stimmt nicht. Richtig ist, dass sich Chelsea für Hansi Flick interessiert, aber eben nun auch der FC Bayern über den Ex-Trainer diskutiert, der 2020 das Triple geholt hat, also neben Ten Hag ein weiterer Kandidat. Man muss sagen, Hansi Flick, der könnte sich das nach unseren Informationen auch vorstellen. Ich glaube, der Verein müsste schon auf ihn zukommen, bisher ist nichts passiert. Allerdings Hansi Flick, der hat sich ja vor allem damals gestört am Verhältnisse, die es jetzt im Club nicht mehr gibt. Mit Hasan Salihamidzic ist sein großer Widersacher nicht mehr da. Mit Uli Hoeneß hat er sich einigermaßen ausgesöhnt. Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dresen, der Ex-CEO und der CEO, die finden ihn gut. Mit Herbert Heiner ist ein Präsident neutral ihm gegenüber, der seine Leistungen wirklich immer anerkannt hat. Also steht eigentlich nicht mehr so viel im Wege. Die Bayern müssen sich aber erstmal für ihn entscheiden. Und die Tür, die aufging, die Max Eberl meinte, das könnte auch Flick gewesen sein, weil der wollte ja eigentlich zum FC Barcelona. Und wie wir wissen, macht da Xavi weiter. Also auch Flick ist auf der Suche, könnte also Bayern und Flick wieder im Match werden. Und Comebacks haben beim FC Bayern ja bei den Trainern eine große und erfolgreiche Tradition. Also Flick und United, das wird nichts. Wir bleiben jetzt aber mal bei den Bayern. Und da gibt es zuletzt das Gerücht auf der Insel, dass die an einem Ex-Trainerkandidaten von Liverpool dran sind. Das ist not true. Ja, Ruben Amorim, der war ja eigentlich schon von Medien vermeldet als fix beim FC Liverpool. Daraus wurde dann doch nichts. Dann war bei West Ham im Gespräch, aber auch da nichts passiert. Da wird ein anderer Kandidat, der bei Bayern im Gespräch war, Lopetegui, der Spanier, der soll da unterschreiben. Ja, und was ist mit Amorim? Er sagt, er will bei seinem Club Sporting Lissabon bleiben. Ja, mangels Alternativen vielleicht. Der FC Bayern auf jeden Fall hat bisher noch nicht angefragt, nicht mit ihm verhandelt, den Namen nicht diskutiert. Aber noch haben die Bayern auch keinen Ersatz gefunden. Wer weiß, vielleicht kommt er noch auf der Liste. Aber momentan können wir sagen, nein, da ist nichts dran. Christian, wir bleiben bei Bayern, wir bleiben beim Trainer. Unsere dritte These, Eber gibt bei Brighton Coach De Zerbi noch nicht auf. Das ist true. Max Eberl ist tatsächlich ein großer Fan von dem Fußball, den Roberto De Zerbi bei Brighton spielen lässt. Man muss sagen, Brighton ist ja so ein bisschen Mittelmaß in der Premier League, deshalb kann man sich das immer nicht ganz vorstellen. Man muss aber natürlich auch fairerweise sagen, Roberto De Zerbi hat ein anderes Material zur Verfügung als die Big Six, die vorne sind. Also der Fußball ist schön. Roberto De Zerbi hat gesagt, aber er möchte in Brighton bleiben. Er mag den Club, er mag die Fans und er mag da was entwickeln. Allerdings haben wir das natürlich bei schon vielen Trainern gehört. Auch Rangnick hat ja zuerst gesagt, er spricht nicht mit Bayern, hat es dann doch getan. Vielleicht erinnert sich Max Eberl daran, er will auf jeden Fall nicht aufgeben. Im Club ist man sich noch nicht ganz sicher, ob es die richtige Lösung ist, aber Eberl, der ist ja bekannt für Türen, die jetzt auf und zugehen, der will zumindest nochmal anklopfen. Es bleibt also ein spannendes Thema, wer nächster Coach der Bayern wird. Vielen Dank, Christian Falk, und bis nächste Woche. Auch wir sind jetzt hier am Ende angekommen und wir verabschieden uns heute mit einem Superstar. Ed Sheeran stößt an auf den Aufstieg seines Herzensclubs Ipswich Town. Cheers und bis nächste Woche. What does that taste like? That tastes like promotion! Yeah!
Hey!